Spielbare Demo ist am Laden. THQ. Presents a game by Egosoft. Dies ist die Geschichte des ultimativen Traums. Ein Menschheitstraum. Ein Traum vom Ausbrechen aus den Grenzen des eigenen Planeten. Ein Traum von Freiheit im eigenen Universum. Ein Traum vom Erreichen der Sterne. Die erste Grenze war die Schwerkraft. Ihr erstes Ziel war der Mond. Schon bald durchbrachen mächtige Raketen diese Grenze. Doch es dauerte nicht lange und sie standen der nächsten Grenze gegenüber. Der Lichtgeschwindigkeit. Es wurde viele Jahre geforscht, bis das Genie der Menschheit das Sprungtor erfand. Diese Erfindung erlaubte den Raumschiffen, viele Millionen Lichtjahre in einem Satz zurückzulegen. Die Menschheit konnte nun mit der Erforschung neuer Systeme und Galaxien beginnen. Die Kolonisation neuer Planeten war nicht einfach. Abweichende Lebensbedingungen, ungastliche Landschaften und der Transport der Materialien machte den Bau der Kolonien sehr teuer und schwierig. Wieder einmal lieferten Forscher und Erfinder die Antwort. Ein mächtiger Roboter wurde entwickelt, der Planeten terraformen und Kolonien bauen. So wie die Terraformer ihre Arbeit beendet hatten, waren die Kolonien bereit, Menschen aufzunehmen und vielen Siedlern ein neues Leben unter den Sternen zu ermöglichen. Im Verlauf der Jahre breitete sich die Menschheit auf viele verschiedene Sternensysteme aus. Gleichzeitig jedoch entwickelten die Terraformer eine eigene Intelligenz. Sie begannen zu denken. Im Geheimen planten sie einen Aufstand gegen ihre Schöpfer. Zerstörerischsten Krieg aller Zeiten. Die weit verstreuten Kolonien der Menschen waren darauf nicht vorbereitet und viele wurden bei den ersten Angriffen vernichtet. Die Terraformer brauchten nicht lange, bis sie den letzten Schlag gegen die Menschen planten. Den Angriff auf die Erde selbst. Nur eine kleine Gruppe mutiger Piloten rettete die Erde vor der Zerstörung, indem sie die übermächtige Flotte der Terraformer in ein verstecktes Sprungtor lockte. Beide Flotten verschwanden für immer und das Sprungtor wurde vernichtet. Die Menschheit brauchte über 500 Jahre, um sich von diesem Krieg zu erholen. 500 Jahre, in denen die Menschen wieder an ihren Heimatplaneten gebunden waren. Doch der Traum lebte weiter. 10 Generationen von Wissenschaftlern arbeiteten hart, um die Sterne wiederzugewinnen. Und schließlich bauten sie einen neuen Raumschifftypen. Dieses Schiff, besser bekannt als das experimentelle Shuttle, ist das erste Schiff, das große interstellare Distanzen. Der Prototyp ist nun bereit zum Testflug. X Beyond the Frontier. Ah, jetzt können wir doch anfangen. Ja, damit begrüße ich heute zu einem Let's Play Short von X Beyond the Frontier, der spielbaren Demo von 99. Ja, ist mal auch wieder eins von diesen vielen Spielen, wo ich überhaupt nicht wusste, dass mein Vater die hatte.
Bin noch ein bisschen mit der Stimme, ist gerade früh am Morgen und ja, die Tonprobleme sind mir ja vorher noch gar nicht aufgefallen, weil ich das Spiel jetzt das erste Mal anspiele. Jetzt wollen wir doch erstmal auf S drücken. Mal schauen, was uns erwartet. Ein riesiges Raumschiff und eine Erde. Ein rotierendes Raumschiff. Oh, da möchte ich mal übernachten. Mission Control an X-Prototyp. Alle Systeme grün. Wir sind bereit für den Start in T-20 Sekunden. Alle Stationen auf Standby. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zündung. Zündung. Startsequenz abgeschlossen. Bericht. Ja, ja, alles okay. Alle Systeme grün. Kommunikation? Wir sind online, laut und deutlich. Medizinische Station? Alle Lebenszeichen stabil. Bestätigt. Alle Stationen auf Standby für Testprozeduren. Okay. X-Pilot, wir beginnen mit den Standardprozeduren von Anfang an. Wir beginnen mit dem Beschleunigungs- und Bremstest, um die Triebwerkskapazität einschätzen zu können. Starten Sie die Beschleunigungsphase, indem Sie die Beschleunigungstaste drücken oder die Schubkontrolle an Ihrem Controller benutzen. Betätigen Sie keine anderen Kontrollen als die für die Beschleunigung. Um den Test abschließen zu können, müssen Sie auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Fertig? Countdown für Beschleunigungstest. 3, 2, 1, beschleunigen. Gute Arbeit, Pilot. Wir haben die Werte und können jetzt zum nächsten Schritt kommen. Beginnen Sie das Bremsmanöver, indem Sie die Bremstaste drücken oder die Schubkontrolle an Ihrem Controller benutzen. Countdown für Bremsmanöver. 3, 2, 1, bremsen. Ich hab Z gedrückt. Bremse! Bremse, verdammt nochmal! Ich drück die ganze Zeit Z, aber es tut sich nichts. Gut gemacht. Phase 1 der Testprozeduren ist damit abgeschlossen. Im nächsten Test geht es um grundlegende Manövrierfähigkeiten und Navigation. Das Schiff wurde so entworfen, dass der Pilot sich schnell mit der Steuerung vertraut machen kann und ein direktes physikalisches Feedback der Kontrollen bekommt. Dieses Schiff ist mit einer Drei-Achsen-Steuerung ausgerüstet. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Schiff nach oben und unten sowie seitwärts zu lenken und es im oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren zu lassen. Die gesamten Kontrollen können natürlich auch mit dem Joystick bedient werden, falls ein geeignetes Gerät angeschlossen ist. Üben Sie ein wenig mit den Kontrollen nach eigenem Ermessen, während wir unsere Überwachungsgeräte auf den Test vorbereiten. Wir werden mit dem eigentlichen Manövriertest in 60 Sekunden beginnen. Mann, das mit diesen Manövrier-Cursor-Tasten ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da die Steuerung hier ziemlich schwammig ist und wenn ich nach oben mache, zieht er nach unten. Naja, etwas Neues ist das für mich, weil die X-Reihe, ich kenne die viel zu schlecht, weil ich habe noch kein einziges Spiel der X-Reihe gespielt. Das ist ja, glaube ich, das erste der Serie. Und na, da hatte ich ja eine spielbare Demo als CD. Also auf einer einzelnen CD ist diese spielbare Demo drauf und ja, die wollte ich einfach mal probieren. Zumindest sehr schöne Grafik hat das hier für die Zeit. Aber die Steuerung ist echt ungewöhnlich, muss ich sagen. Uah. Nicht kopfüber, nicht kopfüber. Hoch. Konnte man nochmal beschleunigen? Ach so. Es ist soweit, Pilot. Wir fahren mit den Tests fort. Ich hoffe, Sie haben genug Zeit, um sich mit den Kontrollen vertraut zu machen. Das will ich doch hoffen. Der Manövriertest beginnt bei den Koordinaten 10345. Die Position ist auf Ihrem Radar mit einem roten Punkt markiert. An den Linien, die von dem Punkt ausgehen, können Sie ablesen, ob sich die Position über oder unter Ihnen befindet. Begeben Sie sich bitte zum Testgebiet, damit wir mit dem Testlauf beginnen können. Hier ist Mission Control.
Bringen Sie Ihr Schiff zum vollständigen Stillstand und richten Sie es auf die erste Anordnung der Kesslerringe aus. Pilot, stopp! Warten Sie auf mein Zeichen. Upsa. Alle Stationen, Bericht. Alle Biowerte immer noch normal, Sir. Wir glauben, dass die Solarwinde die Interferenzen verursachen. Alle Systeme grün. Alle Kommunikationssysteme funktionsbereit, Sir. Sir, wir haben leichte Turbulenzen im Steuerbordantrieb entdeckt. Nichts Ernstes. In Ordnung. Alle Stationen auf Standby für den Kesslerlauf. Pilot, in diesem Test müssen Sie nacheinander die Kesslerringe durchfliegen. Es ist wichtig, dass Sie in der Mitte der Ringe bleiben, da wir bei einer Kollision mit einem der Ringe von vorne anfangen müssen. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Steuerung des Schiffes haben, verringern Sie einfach die Geschwindigkeit, damit Ihnen mehr Zeit bleibt, um auf die Richtungsänderungen zu reagieren. Alle Stationen? Achtung, der Countdown für den Kesslerlauf beginnt. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Upsi, nein, aufs System wollte ich jetzt nicht zugreifen. Es war auch interessant zu wissen, dass das auf S ist. So, jetzt können wir ein bisschen beschleunigen. Wie gesagt, Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also, ich kenne jemanden, der das Spiel sehr gut kennt. So, mal schauen. Jetzt probieren wir mal unser Glück. Mit Z können wir ja bremsen und mit A können wir ja beschleunigen. Wie gesagt, das Spiel ist total neu für mich. Das ist das erste Mal. Schön langsam durch. Ah, okay. Eins haben wir schon mal durch. Das haben wir auch. Wir haben ja keine Zeitbeschränkung. Ich denke mal, das müsste man später noch schneller machen. Lauf abbrechen. Beginnen Sie von vorne, Pilot. Ja. Bitte begeben Sie sich zur Startposition. Ja, Sie zur roten Markierung auf Ihrem Radar. Systemoffizier, Bericht. Irgendwelche Anomalien? Nein, Sir. Alles im grünen Bereich. Bestätigt. Pilot, starten Sie, sobald Sie bereit sind. Ja, ist gut. Wie gesagt, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, also da mal ganz langsam zu manövrieren, gerade bei dieser doch sehr schwammigen Steuerung, ist nicht gerade sehr einfach. Oh, wir sind ein bisschen weit unten. Aber mal schauen. Wir können jetzt mal ein kleines Stückchen beschleunigen. Ich weiß leider nicht. Ach, da an der Seite sieht man, wie schnell wir sind. Okay. Gut, langsam. Wir haben ja wenigstens keine Zeitbeschränkung, also können wir die Dinger eigentlich auch so langsam, wie es geht, durchgehen. Schön im Schneckentempo. Wie gesagt, es ist ja bloß ein kleiner Test. An alle Stationen abbrechen. Was machen Sie da, Pilot? Konzentrieren Sie sich bitte auf den Testlauf. Noch einmal von vorne. Und Pilot, passen Sie diesmal bitte etwas mehr auf, okay? An alle Stationen, Schadensbericht. Alle Systeme weiterhin funktionstüchtig, Sir. Puls ist leicht erhöht, Sir. Sonst nichts Auffälliges. Da hat sie irgendwie recht. Puls ist wirklich ein bisschen erhöht. Ja, soll er doch einfach mal in die Fresse halten. Soll er doch selber mal steuern. Das ist doch total schwer. Wie gesagt, ich glaube, es gibt hier wirklich viel mehr Leute, die das viel besser können als ich. Die Steuerung ist echt sehr schwammig. Und ich spiele das Ding das erste Mal. So, jetzt kann man wieder ein bisschen beschleunigen. Wir sind ja im Weltall. Das muss doch eigentlich möglich sein. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen bremsen. Denn wir wollen die Dinger ja jetzt langsam manövrieren. Achso, der rote Strich steht dafür, dass er da die Geschwindigkeit stabil bleiben soll. So. Schön langsam durch. Dann kommt der auch. So. Jetzt müssen wir ein bisschen... Okay. Braucht ein extrem ruhiges Händchen, auch wenn ich hier schon eine optische Maus für den Rechner gekauft habe, was ja schon ein Vorsprung ist, muss man trotzdem ein bisschen ruhig bleiben. Man muss ein bisschen Geduld aufzeigen. Ist schon ein sehr interessantes Spiel, muss man sagen.
Vor allem die Grafik gefällt mir wirklich sehr. Oder einige sagen würden, sieht total scheiße aus. Speedsieber GTA 5. Ja, halt doch deine Fresse, Alter. Oh. Wir neigen uns ein bisschen. Wann liegt denn das? So. Naja, wir schaffen schon ein paar mehr Ringe als vorher. Aber wenn wir wieder einen erwischen, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Jungs, könnt ihr die Ringe für den Anfang nicht mal ein bisschen größer machen? Ich meine, das ist doch etwas übertrieben. Also ich kann hier mit der Maus steuern oder ich kann ja auch mit den Pfeiltasten steuern. Das ist ja auch möglich. Wobei ich dann nicht so eine komischen Sachen haben will wie bei Mystery Island, dass ich da nur mit den Pfeiltasten mich umsehen kann. Da leuchtet was. Was ist denn das? Wer weiß. Gut, viel Musik hören wir ja derzeit nicht. Warum ich jetzt eine Maustaste geklickt habe, weiß ich überhaupt nicht. Manchmal klicke ich einfach so sinnlos drauf. Oh, pass mir da durch, pass mir da durch. Komm, wir schaffen durchs Loch. Und. Ja. Da sind noch ein paar mehr Löcher, die wir durchdringen müssen. Alter, das klingt so falsch. Aber auf jeden Fall auch wieder ein sehr einfacher gehaltener GUI. Also eigentlich HUD. Die ja dann auch perfekt ins Schiff integriert wurde. Also da waren die ja schon in einer guten Richtung. Es gibt ja Spiele, die ja vollgeladen sind bei der HUD. Wo Alter dann bei den letzten Schritten ja noch einen Fehler machen. Das wäre ein sehr, sehr blöder Fehler. Gut, die vorderen Ringe da hinten. Das klingt total falsch. Ich meine die Ringe da vorne. Das wird kritisch, weil wir müssen da uns nach oben manövrieren und wenn ich den Cursor nach oben mache, ist es vorbei. Warum die das nicht so eingestellt haben, wie man es gerne gehabt hätte, wenn man den Cursor nach unten macht, soll der auch nach unten steuern und nicht andersrum. Naja. Das ist leider nur eine Demo, da kann man nichts einstellen. Ich glaube nicht mal die Grafik. Ein bisschen kann man da was einstellen. Weil die Demo hat ja eine 3D-Grafikkarte benötigt und die haben wir ja. Ich meine, wie wären wir dann sonst da auf die Idee gekommen, Mystery Island in 3DFX-Grafik zu spielen? So, das geht doch jetzt hier. Bisschen ruhiger bleiben, bisschen schön entspannt. Wir müssen ja nicht so schnell manövrieren. Ehrlich gesagt, habe ich mich noch nicht so intensiv über das Spiel informiert. Ich habe bloß gehört, es soll sehr gut und sehr bekannt sein. Also, mir hat man auch schon gesagt, als ich das Spiel X Beyond the Frontier da angesagt habe, habe ich ja dann auch schon gehört, Alter, das musst du spielen. Auch wenn das der einzige Teil ist, den ich da habe und in derzeitigen Humble Bundle die gesamte X-Reihe für ein paar Dollar verkauft wird. Alles Vollversion. Naja, ich bleib erstmal bei der Demo, weil die schwammige Steuerung. So, der letzte Ring. Gute Arbeit, Pilot. Oh. Das war ein erfolgreicher Lauf. Lassen Sie uns nun zum dritten Teil unserer Testreihe kommen. Was? Unser dritter Test beschäftigt sich mit der Funktionalität des HUD. Der X-Prototyp ist mit einem effizienten Zielerfassungssystem ausgestattet, das mit dem Bordcomputer verknüpft ist. Sie können Objekte im Raum anvisieren, indem Sie Ihr Schiff so manövrieren, dass das gewünschte Objekt in der Nähe des Zielkreuzes direkt vor Ihnen erscheint. Drücken Sie dann den Knopf für die Zielansprache, um allgemeine Informationen über Ihr Ziel zu erhalten. Um weitere Informationen über Ihr Ziel zu erhalten, drücken Sie den Informationsknopf. Der Onboard-Computer wird Ihnen daraufhin alle relevanten Daten aus den internen Speicherschaltkreisen anzeigen. Wir haben einige ferngesteuerte Drohnen in Ihrer näheren Umgebung platziert. Manövrieren Sie Ihr Raumschiff dorthin und visieren Sie eine Drohne nach der anderen an. Sie können Ihr Ziel auf das nächste Objekt Ihrer Sicht umschalten, indem Sie den Knopf Ziel wechseln drücken. Nachdem Sie eine Drohne erfasst haben, drücken Sie den Informationsknopf.
Der Test wird fortgesetzt, sobald Sie alle Drohnen erfasst und untersucht haben. Super, ich habe gerade genau das weggedrückt, wo gerade die ganzen Tasten stehen. Ja, bei S haben wir zumindest eine Information über unser eigenes Schiff. So viel zur Sache, aber was sind die anderen Tasten? Ich muss jetzt durchprobieren. Ah, das ist eine Karte. Keine Raketen. Ja, ist auch schade. Q, W, ah, da kann man ein bisschen neigen, das ist gut. Ah. Wenn Sie meinen, Sie sind bereit, Pilot. Ach, da ist die Taste. Ziel erfasst, Kommandoschiff. Ziel erfasst, Kommandoschiff. Mhm, 3,60 Kilometer. Dieses Schiff ist das Hauptquartier der Erdstreitkräfte. Die Stärke seiner Schilde und Waffensysteme ist geheim. Mhm. Geheim, sagst du? Pilot, wenn Sie letztendlich bereit sind. Wie soll ich denn bereit sein? Ich kann noch nichts drücken, um bereit zu sein. Ach, Shift-P ist Pause, okay. Und H war Hilfe, okay. Ich brauche nochmal kurz. Flugkontrolle, bla bla bla. Ja, keine ja. Raketen. Naja, ich habe keine Raketen, das ist schade. Feuer will ich jetzt aber auch nicht. T, warte mal. Ziel erfasst. Hey, wachen Sie auf, Pilot. Wir haben hier einen Zeitplan, an den wir uns halten müssen. Ach, halt doch deine Schnauze, ey. Zeitplan, ich habe genug Zeit. Ziel erfasst, Kommandoschiff. Ja, aber wo ist die Drohne? Ziel erfasst, Kommandoschiff. Naja, ich weiß, dass das ein Kommandoschiff ist. Ja, warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Also, der hat ja was gesagt von einer Drohne. Pilot. Gott verdammt. Mission abbrechen! Von allen Piloten im Sonnensystem musste mir jemand ausgerechnet diesen aufs Auge drücken. Jemand soll da rausgehen und diesen Trottel da rausholen, während ich versuche, einen Piloten zu finden, der den Unterschied zwischen einem Raumschiff und einer Waschmaschine kennt. An alle Stationen. Mission abgebrochen. Ja, schön. The End. Ja. Konnten wir das doch nicht mit der Drohne machen? Naja. Ihr seid, es ist doch das erste Mal, dass ich hier X Beyond the Frontier gespielt habe. Und ja, jetzt will der wieder von vorne anfangen. Naja. Können wir erstmal abbrechen. Okay, diese Demo konnte Ihnen nur einen kleinen Teil der Dinge zeigen, die Sie in X Beyond the Frontier erwarten. Trade, handeln Sie mit vielen verschiedenen Alien-Rassen, bekämpfen Sie die Piraten oder werden Sie zum Desktop geleitet, ohne fertig gelesen zu haben. Na gut, das war die Demo von X Beyond the Frontier. Leider ein bisschen unfreiwillig beendet. Konnte ich auch leider nicht, weil ich ein total schlechter Pilot bin. Ich gebe es auch offen zu. Aber wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich das Spiel überhaupt mal angespielt habe. Aber schön, wie die auch mal auf solche faulen Leute da reagieren, die da halt einfach mal nichts machen und ewig auf eine Anweisung warten. Ist ganz interessant gemacht. Okay, damit beende ich mal das Let's Play Short zu X Beyond the Frontier, der spielbaren Demo. Und damit sage ich euch bis zum nächsten Video, euer Kepo. Tschüssi.